Meine Lieben, wieder mal. Ich beginne mit einem Bild von der Ulrike, das mir sehr gut gefallen hat. Das stammt, glaube ich, aus Salzburg. Das Bild ist ganz einfach, das heißt, unsere Heimat Europa. Ich halte es für die Schlüsselgeschichte dieser Wahl und auch kommender Wahlen. Unsere Heimat Europa, das ist eine Heimat, in der es was gibt, was sonst auf der Welt nicht gibt. Diese unglaubliche und für uns so wichtige Kombination aus Grundrechten, aus Menschenrechten, aus Verfassungsstaat, aus Rechtsstaat und aus parlamentarischer Demokratie. Wer in Europa lebt, weiß, da gibt es Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, die Freiheit, einen Lebensentwurf zu leben, wie jeder Mann oder jede Frau es will. Das ist für uns wichtig. Und dieses Europa ist gefährdet und ist gefährdet von drei Seiten. Das wissen wir alle. Die Basis dieses Europas ist der europäische Sozialstaat. Der ist durch neoliberale Angriffe in höchstem Maße, unterschiedlichem Maße in verschiedenen Staaten, aber eigentlich überall gefährdet. Das zweite ist der Angriff der nationalistischen Rechten mit dem Ziel der Zerstörung dieses Europas. Bis daher haben wir wenig Diskussionsbedarf und viele Lösungsvorschläge. Aber es gibt einen dritten Punkt und der heißt politischer Islam. Und heißt eine Vorstellung hier von diesem Kontinent aus. Diese Freiheiten, die Freiheiten von Frauen, von Männern, von Journalisten und von Journalistinnen, letzten Endes auch von Abgeordneten, anzugreifen und zu zerstören. Ich erzähle euch eine ganz konkrete Geschichte, ein Erlebnis aus dem März dieses Jahres. Ich fahre am Abend mit der U-Bahn in Wien nach Hause, nach Kaisermühlen, setzt sich ein Mann neben mich und sagt, Herr Dr. Pilz, das ist super. Sie haben vollkommen recht, wir müssen unsere Türken gegen Erdogan verteidigen. Und dann haben wir gedacht, hoppla, jetzt funktioniert's. Wir verteidigen gemeinsam unsere Türken gegen Erdogan. Gegen den Missbrauch der AKP, Brückenköpfe wie Atip von Ankara aus gesteuert, Moscheenverbände, die politischen Zwecken dienen. Wir verteidigen sie. Was wäre die Alternative gewesen? Die Alternative wäre freiheitlich gewesen. Die hätte nicht gelautet, wir verteidigen unsere Türken gegen Erdogan. Die hätte gelautet, Türken raus. Und hätten wir keine Antwort gehabt und wäre unsere Antwort nicht mehrheitsfähig und beeindruckend gewesen und durch Tatsachen untermauert und Kern einer großen öffentlichen Auseinandersetzung, dann wären meiner an unserer Stelle Strache gestanden und gesagt, Türken raus. Ähnliche Menschen hätten wahrscheinlich applaudiert, weil sie Angst haben, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht, weil vieles unklar ist. Und diese Menschen müssen wir auch bei ihren Ängsten abholen, ihnen Orientierung geben und mit ihnen gemeinsam unsere Heimat Europa verteidigen. Das ist das eine. Das zweite ist Eurofighter. Niemand wird es überraschen. Aber damit beantworte ich auch eine wichtige Frage, nämlich nach meinem Alter. Ich habe mir sehr lange überlegt, ob ich euch sage, wie alt ich bin. Ich bin 63, lege trotzdem Wert darauf, ein engagiertes grünes Nachwuchstalent zu sein, aber ich bin 63 und das hat einen riesen Vorteil. Ihr habt mir die Möglichkeit gegeben, 31 Jahre nicht nur im Parlament, aber in gesetzgebenden Körperschaften zu sein. Das war wichtig seit dem 1. Juli 2002, der Typenentscheidung Eurofighter. Hätte ich nicht die Chance gehabt, durchgehend im Nationalrat zu sein, und das durchzukämpfen mit einem starken Mandat meines grünen Bundeskongresses. Wir wissen, Eurofighter, Airbus und das kommt als nächstes, Daimler, wären davon gekommen. Wir im Parlament haben verhindert, dass das alles abgedreht wird. Wir haben für die Strafverfolgung gesorgt. Wir haben für parlamentarische Aufklärung gesorgt. Und heute sind wir an dem Punkt, wo wir wissen, das ist die letzte Runde. Und grüne Abgeordnete mit erstmals einem österreichischen Parlament hinter sich werden eine historische Auseinandersetzung gegen einen der größten Rüstungskonzerne dieser Welt gewinnen. Gewinnen.
Und damit überzeugen wir Menschen und damit sage ich euch auch, warum ich nur für Platz 4 kandidiere. Ich habe auf anderen Bundeskongressen für verschiedene Plätze kandidiert. Ich brauche in dieser Auseinandersetzung ein starkes Mandat. Das ist nicht irgendeine Auseinandersetzung. Ich will diese Auseinandersetzung mit eurer Unterstützung im nächsten Nationalrat gewinnen, mit allen Folgen, die das für uns und viele andere hat. Und dazu brauche ich eine wirklich starke Unterstützung und ein starkes Signal. Und deshalb habe ich mich entschlossen, euch ein ganz klares Angebot zu machen. Und das heißt Platz 4 auf der Bundesliste. Ich ersuche euch um euer Verständnis, aber das ist mir wichtig. Das ist eine entscheidende Situation in der politischen Auseinandersetzung, nicht nur für mich persönlich. Und da geht es ums Gewinnen und da geht es darum zu zeigen, was Grüne zusammenbringen können. So, und dann sage ich noch was Letztes. Zweites Geheimnis lüfte ich hier, ich bin ein Mann. Meine Eltern haben sich ein Mädchen gewünscht, sie sind wie so oft enttäuscht worden. Ich kann es nicht ändern. Ich stehe hier als Mann, sage dazu, ich bin es gern, so wie viele Frauen zu Recht gern Frauen sind. Und in einer Partei, der die Gleichberechtigung von Männern und Frauen, und zwar von starken Frauen und starken Männern, ein großes Anliegen ist, ist es auch wichtig, auch einem zarten und sensiblen Mann wie mir eine Chance zu geben. Danke. Danke, Peter, für deine Präsentation. Gibt es Fragen an Peter Pilz? Bitte, Herr Ditschi. Hallo. Lieber Peter, du scheinst und möchtest oder du bist jung. Meine Frage an dich. 96.000 Türken, angeblich zwei Staatsbürgerschaften. Wie willst du die schützen, beschützen und vor die Vermehrungen von beiden Seiten wahren? Wie kannst du ihnen helfen? Oder gibst du sie preis? Danke für die erste Frage. Die zweite Frage kommt aus der Steiermark. Ja, Irene Windisch. Lieber zartbeseiteter Peter Pilz, ich bin 63 plus und es hat, glaube ich, kaum ein Bundeskongress stattgefunden ohne uns zwei. Und obwohl ich dich natürlich nicht missen möchte in der parlamentarischen Arbeit und in der Öffentlichkeitsarbeit und die Abfangjäger mir auch ein großes Anliegen sind, dass dieser Sumpf endlich ganz trocken gelegt wird, brauche ich doch heute eine Entscheidungshilfe von dir. Und zwar, du bist ja nicht gerade als Feminist bekannt. Und ich habe vor 20 Jahren als das erste Frauenvolksbegehren, das zweite Frauenvolksbegehren ist in Vorbereitung. Und vor 20 Jahren musste ich erleben, dass ein Grünmann da in einer Pressestunde, ich sage jetzt keinen Namen, das damals am selben Tag stattfindende Gen-Volksbegehren zwar beworben hat. Es geht uns die Zeit bei der Beantwortung der Fragen ab. Bitte. Er wird es kurz beantworten, glaube ich. Aber das Frauenvolksbegehren mit keinem Wort erwähnt habe. Und ich habe mir was anhören können in meinem Umfeld, das kann man sich nicht vorstellen. Und darum frage ich dich, beziehungsweise wünsche ich mir, nein, ich verlange es eigentlich, dass jeder Grünmandatar und du ganz besonders, wie seinerzeit die Madeleine zum Tierschutz Ceterum Censeo sagt, ich bin für Gleichberechtigung, unterschreibt bitte das Frauenvolksbegehren oder okay. Etwas dazu. Danke für den Aufruf, wir werden das von der Beantwortungszeit abziehen. Weil das gut, die dritte Frage bitte. Dennis Thompson, Niederösterreich. Lieber Peter und alle anderen Kandidaten, die bis jetzt gesprochen haben, wir haben über Brave New World gehört, über Umwelt, über Jugend, über Betrug, über Heimat und vieles mehr ist erwähnt worden. Nur Helene und Aleph haben die Senioren bis jetzt berücksichtigt. Frage an alle Kandidaten, außer die beiden, weil die das schon erwähnt haben, ist es nicht Zeit, die Senioren, unsere alten Menschen in eure Wahlprogramm aufzunehmen? Ich schaue nicht aus wie eine Grüne, bin schon ein bisschen friedhofsblond geworden. Und ich schätze, es war interessant, wie viele Menschen über 50 hier heute anwesend sind. Sollten die Hand hochheben.
Danke. Danke, wir haben jetzt drei Fragen, Peter. Das Mikro gehört dir. Ja, einfach der Reihe nach. Zu den Staatsbürgerschaftslisten. Ich habe diese Listen bekommen, das sind türkische Wähler- und Wählerinnenverzeichnisse. Wir haben sie so gut wie möglich überprüft. Und Berivan Aslan und ich haben festgestellt, dass es unbedingt eine Änderung österreichischer Gesetze geben muss, weil der Verdacht besteht, dass es sehr viele Menschen auf diesen Listen gibt, die möglicherweise gar nicht wissen, dass ihnen türkische Behörden wieder die türkische Staatsbürgerschaft untergeschoben haben und die dann möglicherweise, wenn sie gesetzlich nicht geschützt sind, die österreichische Staatsbürgerschaft verlieren, im schlimmsten Falle sogar möglicherweise staatenlos werden. Wir haben das gemeinsam begonnen zu verhandeln. Es hat sehr positive Signale von Seiten der SPÖ gegeben, von der ÖVP bis jetzt nichts und im Wahlkampf wird da sicherlich nichts passieren. Wichtiger Punkt ist, wir haben die zuständigen Landesbehörden aus drei Bundesländern, Wien, Salzburg und Vorarlberg, Briefe geschrieben mit dem Ersuchen, Ihnen diese Listen zu übermitteln. Ich habe Ihnen ganz offiziell zurückgeschrieben, dass das nicht machbar ist und nicht denkbar ist, solange die Rechte möglicher Erdogan-Opfer auf diesen Listen nicht gewahrt sind. Und daher kriegen diese Behörden bis zu einer gesetzlichen Regelung von mir diese Listen nicht. Punkt. Es geht nicht anders. An erster Stelle steht der Schutz der Menschen, nicht nur der möglichen Opfer der politischen Interventionen von Erdogan. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, das mit dem Frauenvolksbegehren ist doch wohl eine Selbstverständlichkeit. Ich glaube nicht, dass hier irgendwer irgendwen auffordern muss, dieses Volksbegehren zu unterstützen. Drittens, zur Frage der Seniorinnen und Senioren. Ich bin jetzt nicht im Bilde, zu welcher Gruppe ich vom Fragesteller hinzugezählt wäre. Im Zweifel eher vielleicht ein bisschen. Selbstverständlich, aber bitte, damit es kein Missverständnis gibt. Ich kandidiere hier nicht als grüner Seniorensprecher. Ich halte es für ganz wichtig. Ich halte es für ganz wichtig, dass wir uns ernsthaft um das alles kümmern und da sind jede Menge nicht nur soziale Fragen damit verbunden. Aber das ist nicht mein Job. Mein Job ist die schärfstmögliche parlamentarische Kontrolle, die in einer parlamentarischen Demokratie denkbar ist. Und mein Job ist, mich um Missstände zu kümmern, von Erdogan-Brückenköpfen bis zu Eurofighter-Korruption. Diesen Job mache ich so gut wie möglich. Und dieser Job steht heute zur Disposition, dort wo er hingehört, auf einen grünen Bundeskongress. Und letzter Satz jetzt ganz persönlich. Immer wenn ich kandidiere, beginnen Bundeskongresse ziemlich spannend zu werden. Das ist gut, das ist wirklich gut, weil Demokratie heißt, dass Ergebnisse nicht berechenbar sind, dass gewählt wird. Und eines ist vollkommen klar, völlig egal, wie das Ergebnis ist, ich werde dieses Ergebnis als demokratisches Ergebnis zur Kenntnis nehmen. Dann hat ein Bundeskongress entschieden, und nur der Bundeskongress ist berechtigt, über diese meine berufliche parlamentarische Zukunft zu entscheiden. Das ist in euren Händen und es ist eine Selbstverständlichkeit, auch nach so vielen Jahren im Parlament, dass ich jedes Ergebnis respektieren und respektvoll behandeln werde. Danke. Herzlichen Dank, Peter Pilz.